The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Satan gibt sich als Christus aus. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Satan bereitet seine Täuschungen so vor, dass das Volk Gottes nicht merkt, dass er es ist, der diese letzte Kampagne gegen es durchführt. Und es ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Satan wird seine Kraft aufs Äußerste anspannen, um Gottes Volk ständig zu belästigen, zu versuchen und irrezuführen. Er, der es sogar gewagt hatte, unseren Herrn zu provozieren, zu versuchen und zu verhöhnen, der Kraft hatte, ihn auf den Armen, auf eine Tempelzinne und auf einen hohen Berg zu tragen, wird seine Macht in einem erstaunlichen Ausmaß an der gegenwärtigen Generation ausüben. Also an Leuten, die ihrem Herrn an Weisheit weit unterlegen sind und seine Hinterlist und Kraft so gut wie gar nicht einschätzen können. Er wird auf erstaunliche Weise auf den Körper von Menschen einwirken, die von Natur aus geneigt sind, seinen Willen zu tun. Er wird als der personifizierte Jesus Christus kommen und mächtige Wunder wirken. Da werden die Menschen niederfallen und ihn als Jesus Christus anbeten. Es wird uns befohlen werden, dieses Wesen anzubeten, das von der Welt als Christus verherrlicht wird. Was sollen wir tun? Sagt ihnen, dass Christus uns vor gerade solch einem Feind gewarnt hat, der ja der schlimmste Gegner der Menschheit ist und doch behauptet, Gott zu sein. Und dass Jesu tatsächliches Erscheinen mit Macht und großer Herrlichkeit geschehen wird. In Begleitung von 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engeln. Wenn er dann kommt, werden wir seine Stimme erkennen. Die Zeit kommt, in der Satan vor euren Augen Wunder wirken und behaupten wird, er sei Christus. Und wenn eure Füße nicht fest auf Gottes Wahrheit stehen, werdet ihr von eurem Fundament weggeführt werden. Satan ist entschlossen, den Kampf bis zuletzt aufrechtzuerhalten, indem er als Engel des Lichtes erscheint und behauptet, Christus zu sein, wird er die Welt verführen. Doch sein Triumph wird nur von kurzer Dauer sein. Kein Sturm, kein Wüten der Elemente kann jene bewegen, deren Füße auf den Prinzipien der Wahrheit gegründet sind. Sie werden in dieser Zeit fast universalen Glaubensabfalls standhaft bleiben. The Lord is coming. Are